Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall ein sehr interessantes Team gedraftet. Wir haben den Top 1 Akshan im Team. Und wir spielen, glaube ich, gegen Top 1 Nami. Und wir haben auch 5 ADCs gedraftet. Das war nämlich ganz lustig. Wir hatten nämlich Akshan Top, Caitlyn, Senna und Graves. Dann dachte ich, komm, wenn du schon 4 ADCs hast, kannst du auch direkt 5 ADCs zocken. Ich werde aber, denke ich, auf Bladers Ruined King Build gehen mit BC. Ich denke, das wird mein Plan sein, diese Runde. Dann schauen wir mal. Wir gehen nicht auf diesen, nicht auf den Crit-Build hier. Oder können wir vielleicht theoretisch noch Mana-Mune bauen, ne? Vielleicht könnten wir auf Mana-Mune gehen. Aber eigentlich muss ich den komplett wegzauen, ne? Ich bin nicht so der Insane Illusion. To be honest. Nice. So muss das. Wenn ich zu hart ranpult, bin ich ja dead durch. Dead durch Olaf. Der hat nämlich hier das Game seines Lebens wahrscheinlich. Der kann uns einfach runterrennen. Wie er will. Gehen wir mal Mana-Mune First Item. Ich hab's überlegt, ob wir BC First Item gehen. Oder wir gehen BC Second Item und gehen First Item Blade. Das wäre auch eine Idee. War noch ein bisschen Sustain gegen den Six, ne? Das können wir machen. Normalerweise spielt ihr viel aggressiver mit Lucian. Aber Six kann euch ziemlich gut outrangen, deswegen kommt ihr da nicht so einfach ran, ne? Oder so kleine Hits raufwerfen, sage ich mal. Und wenn der getroffen wäre, wäre großartig gewesen. So. Da ist Olaf nämlich. Ich habe meinen Dash gerade benutzt, ne? Ich glaube, der Olaf kommt nicht, der geht zur Scuttle. Ich glaube, der Olaf ist bei der Scuttle. Der hätte mich, glaube ich, gerade ganken können. Ohne, der geht in Bane. Okay, wir haben bekommen, sehr gut. Okay. Ich habe ein bisschen Last jetzt dafür verloren, aber das ist whatever. Sollen wir noch die nächste Wave pushen kurz mit Ultimate? Machen wir. Good job, Sidelane. So, wir nehmen Vampiric und Dings mit und dann gehen wir wieder Mitte. So, jetzt haben wir Sideline First Blood bekommen, aber ist auch Akshan, der sollte normalerweise die Lane super gewinnen. Toplane Wea wird gefährlich, ne? Die werden vielleicht gleich gedived, vor allem wenn Nami Level 5 wird. Sieht nicht gut aus. Jo. Hold it. Bei sowas musst du den Tower einfach, normalerweise musst du den Tower einfach aufgeben, ne? Aber Toplane ist leider einfach lost, I guess. So im Moment einfach Tower aufgeben. Den stirbt man nicht. Weil jetzt sind sie halt gestorben und die kriegen trotzdem das Tower-Ding, ne? Man muss halt immer abwägen. Will ich sterben oder will ich den Tower? So. Ja, ein bisschen Gold durch die Assists hier bekommen. Sehr, sehr nice. Das war auf jeden Fall gut. Wir haben auch mehr Gold als der Gegner. Der Six hat ein bisschen Gold bekommen, weil ich... Ein bisschen Goldvorsprung jetzt, weil ich eine Mini-Wave verpasst habe, ne? Ich weiß nicht, was da abging, aber das ist schade. Das ist schade. Das ist leider Sideline dead. Kriegt aber sehr gut Plating Gold hier. Good job. Ah, das meinte ich, ne? Der Olaf hat einfach Time of his Life hier. Nice.
sehr gut. Die Botlane wird jetzt wahrscheinlich Mitte roamen, ne? Okay. Six kein Ultimate. Nicht so raus. Nevermind. Kaiser hat mich getroffen. Sonst wäre ich rausgekommen auf jeden Fall. Also wir holen uns jetzt, denke ich, die kleinen Schuhe, die sollten nützlich sein. Und dann werde ich BC kaufen, I guess. Wir gehen ein bisschen auf dieses... Ich würde es jetzt nicht Bruiser nennen, aber wir gehen ein bisschen auf dieses, was ein bisschen mehr Survivability hat, ne? Womit wir ein bisschen mehr aushalten können. Das wird unser Bild. Problematik ist halt, dass unsere Botlane extrem far behind ist, ne? Midlane-Turm kriegen wir hier durch den Herald, sehr, sehr schön. Wir müssen diesen Olaf irgendwie töten. Was machen wir? Er sieht nicht so gut aus. Ich kann auch leider nicht steppen, habe ich das Gefühl. Den haben wir auf jeden Fall noch gedefft. Ah, die Six-Bombe kann ich wegnehmen, ne? Ja. Ah, wird schwierig. Hat die gerade geheilt? Ich hatte geheilt. Ich hab doch Blade of Wink. Okay, der Olaf, wie gesagt, der hat Time of his Life, ne? Der rennt einfach jeden runter. Niemand kann ihn irgendwie. Niemand kann ihn aufhalten. No one can stop him. Eins zu eins ist eigentlich okay, würde ich sagen. Da ist Olaf noch. Oh. Ist das ein Infern von den Gegnern hier? Nice, es ist ein Int gewesen. Gratis Kill. Okay, was machen wir gegen den Six auf Sideline? Wir können auf jeden Fall das BC jetzt holen. Die sieht den, oder? Die geht da nicht nach vorne. Die ist... Oh. Beide den tatsächlich. Na gut. Und das hier Plan ist. Da haben wir unser BC. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir nehmen. Tja. Was nehmen wir jetzt? Sollen wir jetzt doch noch auf Crit gehen? Wir können sowas wie Maw kaufen. Wir können erstmal sowas kaufen hier, ne? Oh. Wir können erstmal sowas wie Anti-Heal kaufen. Ich denke, das kommt hier ganz gut. Kaufen einfach Anti-Heilung. So. Das ist, glaube ich, sogar fightable für uns hier. Ich glaube, die Kaiser hat gerade geultet. Hm? Wir kriegen halt, wir können die auch nicht chasen. Echt ein Problem. Vielen, vielen lieben Dank, Lootgeil, für dein... Zwei Monate in Folge Tier 1 Sub. Fast dead, sehr gut. Jetzt wäre es zum Beispiel fightable, ne? Jetzt ist auf jeden Fall fightable hier. Ich habe nur noch einen Flash. Mal rein. Vielen Dank für den Resub. Nice. Nami Wave raus. Sehr gut. Wir haben zwei Leute Toplane, ne? Das heißt, dieser Dragon ist leider Gun. Ich glaube, da machen wir nichts mit dem Drake. Ich überlege, wie ich mein Bild abschließen soll. Ich will auf jeden Fall einen Guardian Angel haben. Definitiv einen Guardian Angel will ich haben. Vielleicht einen Serpents oder sowas. Ach, das ist ein Herald, okay. Ich rette dich!
Nice, good job, Team. Leider verlieren wir dafür Top-Lane-Turm, ne? Oh, verlieren wir doch nicht. Ich hätte auch für den nächsten Fight jetzt wieder... Ich habe keinen Flash, aber ich hätte für den nächsten Fight theoretisch... Exhaust wieder. Dass wir auf jeden Fall auf den Olaf dann hauen. Können wir gehen weiter tanky? Na, wir gehen auf die Armor Boots. Dass wir zumindest so ein bisschen was aushalten hier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Dann sind wir mit dem Graves zusammen so ein bisschen... Wir sind keine Frontline, aber wir können ein bisschen was wegtanken, wisst ihr? Nice, got it. Nice, Exhaust war drauf. Nice, sehr gut. Da ist noch der Six. Ich komme da in einer Sekunde rüber. Ach du meine Güte. Aber wie gesagt, ich bin relativ tanky, ne? Also... Ich bin relativ tanky, ihr habt es gesehen. Ich kann sogar den Reddington ein bisschen facetanken. Das geht alles. Und wir haben den Drake bekommen. Sehr, sehr gut. So, gib mir mal den. Und dann gehen wir jetzt auf... Das einzige Ding ist halt, ich mache nicht so viel Damage, ne? Ich mache leider einfach nicht so viel Damage. 2 für 1 und Blue Buff war es, glaube ich, nicht wert. Können ja auf jeden Fall fighten, ich bin super head. Ich glaube, ich weiß, was ich kaufe. Ich glaube, ich kaufe mal Wits End, Leute. Hilft auch so ein bisschen gegen den Six-Schaden, ne? Kaufen uns erstmal den Rüstungsdurchschlag, dann gehen wir vielleicht noch Wits End. Ich glaube, Wits End Next Item wäre eine gute Idee. Habe ich eigentlich in der Version hier auch Scaling auf meine Ultimate? Ja, oder? Habe ich nicht. Habe ich kein Attack Speed Bullet Scaling auf meiner Ulti? Das ist ja sehr traurig. Das ist ja sehr traurig. Ich bin mir ziemlich sicher, man hatte das mal auf PC. Zwei Leute tot, sehr gut. Na, wäre schön. Können wir machen, ne? Ich hoffe, der Olaf hat keinen Teleport. Gehen wir raus. Wir kaufen trotzdem Wits End, glaube ich. Ich glaube, wir kaufen trotzdem Wits End. Einfach für die Tankiness noch. Und dann können wir noch Protobelt mitnehmen. Dann können wir nämlich besser in die Backline chargen. Aber wir sind wirklich sehr, sehr tanky. Das gefällt mir ganz gut. Leute, wir spielen 5 AD Carries. Wenn wir das gewinnen, wäre super lustig. Und das ist ja keine Low Elo, ne? Mittlerweile sind wir schon in diesen... Also unsere Teammitglieder sind alle um die Top 100, ne? Teilweise Top 50. Sehr gut, wir haben, glaube ich, Kaiser leider nicht. Oh, sie hat Kaiser gesniped. Insane. Tower haben wir. Ich glaube, ich komme raus, ne? Sehr gut, wir sollten jetzt Botlane einfach nehmen.
Ich habe noch meine Extras raufgeworfen. Die Ultimate war nichts. Okay, den sollten wir auch kriegen, oder? Da hinten, sie sollen gehen. Never mind. Wir gehen lieber. So, den Cloak packen ein. Oh, ich glaube, wir hätten den bekommen können, hätten wir uns besser hingestellt. Besseres Positioning. Hätten wir den vielleicht kriegen können. Caitlyn ist da sehr... Ich habe meinen Exos leider schon auf Olaf. Exos hat echt einen kurzen Cooldown, ne? Ich unterschätze es immer. So, Wits End eingepackt. Sehr schön. Und jetzt gehen wir auf Guardian Angel, Last Item. Und ich denke, dann haben wir ein solides Item-Build, ne? Wir haben so ein bisschen Damage, haben ein bisschen Sustain mit drin. Ich denke, das funktioniert ganz gut hier. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob wir diese Voll-Teamfights gewinnen. Ja, wir gewinnen meistens, wenn wir irgendwie, wenn so ein Olaf oder so angelaufen kommt und wir den wegblasten, dann gewinnen wir. Also ein Full-End-Teamfight ist ziemlich schwierig. Der Hornet-Damage ist aber, wie gesagt, sehr, sehr gut auf Lucian, weil du halt diesen Doppel-Attack hast, ne? Das heißt, du kannst immer zweimal deine Attack procken im Endeffekt. Also zweimal den On-Hit-Schaden kannst du procken. Ja, zweimal Blade of the Ruined King, zweimal Wits End und so weiter. Poke gewinnen die halt, ne? Eigentlich sollten die alles gewinnen, ne? Nicht nur Poke. Ich meine, wir sind 5 ADCs im Endeffekt. Eigentlich sollten sie alles gewinnen, nicht nur den Poke-Fight. Oh oh. Wir haben verloren. Nein, ich hätte sie fast auch gekriegt. Ich muss einen Teleport kaufen. Ich habe sie auf jeden Fall lange genug aufgehalten, dass wir nicht das Game verlieren. Aber normalerweise, wie gesagt, sollten sie jedes gewinnen. Jeden Teamfight. Ah, er hat seine Ulti nicht geused. Oh no. Er hat seine Ulti nicht geused. Er hätte alle haben können. Oh no. Wir hätten echt alle haben können. Oh no. Aber wir haben Senna Ultimate. Ah, das wird jetzt schwierig, wenn die einen Baron kriegen, ne? Ja. Puh, das war eine richtig heftige Runde. Oh, der hat zu spät abgefeuert. Das hätte er aber auch gar nicht so weit kommen dürfen, eigentlich, ne? Das haben die Gegner ein bisschen... Call it geintet. Olaf hat auf jeden Fall Guardian Angel down. Holt ihn euch! Not good, not good, not good. Oh no! 1 für 3. Genauso hätten sie es nämlich von Anfang an spielen müssen, die Gegner. Einfach groupen und uns runterrennen, ne? Dann gewinnen die das. Einfach groupen und runterrennen. So hätten sie es von Anfang an machen müssen. Ich glaube, wir können das nicht mehr deffen, ne? Ich glaube, das ist dann so. Aber es hat mich gewundert, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Das hat mich schon sehr gewundert. Das hat mich schon sehr gewundert, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. GG's.